Der Mai-Generalbau-Triathlon am Sonntag in Tübingen war aus Sicht der Veranstalter ein großer Erfolg. 1300 Teilnehmer gingen an den Start. Tausende Zuschauer standen an der Strecke und feuerten die Athleten an. Startschuss für den Mai-Generalbau-Triathlon. Und dann ging es schon auf die Strecke. Auf der Sprintdistanz mussten 750 Meter im Neckar zurückgelegt werden, auf der olympischen Distanz gar 1,5 Kilometer. Der Neckar an diesem Sonntag schwieriges Fahrwasser, denn Regenfälle und Gewitter am Samstag hatten dafür gesorgt, dass sich der Fluss in eine schmutzig-graue Brühe verwandelt hatte. Die Schwimmdisziplin ist für Oberbürgermeister Boris Palmer das Highlight des Triathlons. Ich finde das Beste tatsächlich Schwimmen im Neckar. Das macht man ja sonst eigentlich nie. Und dass man es sozusagen mal offiziell und in der Gruppe macht, ist ein besonderes Erlebnis. Kann man eigentlich nur beim Triathlon haben. Längst hat der Triathlon seinen festen Platz im Tübinger Sportkalender und ist einer der Höhepunkte, auch für Oberbürgermeister Palmer. Also ich habe einmal schon mitgemacht vor 10 Jahren und kann sagen, es macht riesig Spaß. Und natürlich ist es auch für Freunde, Bekannte toll, an der Strecke zu stehen. Ist aber auch was ganz Besonderes von der Optik, wenn die Leute da durch den Neckar kraulen, wenn sie die Neckarbrücke runterschießen mit dem Fahrrad oder runtersprinten. Also allein die Optik vom Zuschauen finde ich total begeisternd. Vom Wasser ging es dann direkt in die Wechselzone. Der Umstieg auf das Fahrrad stand an. 43 Kilometer auf der olympischen Distanz, 22 Kilometer auf der Sprintdistanz. Durch die Mühlstraße ging es in Richtung Schönbuch. Für Triathlon-Anfänger gab es zusätzlich noch eine Schnupperdistanz, um sich in die Sportart einfinden zu können. Da liegt der Schwerpunkt nicht auf der Länge der Distanzen, sondern dass man überhaupt mal das mal ausprobieren kann. Die drei Sportarten hintereinander, die Wechsel und das Feeling überhaupt. Und das finde ich ganz arg großartig, weil das ja auch eine unserer Intentionen ist, dass wir auch Menschen für den Triathlon gewinnen, den wir bisher noch nicht machen. Unter den 1300 Triathleten war auch RTF1-Reporter Matthias Zehnder, der seinen ersten Triathlon absolvierte über die olympische Distanz. Sau geil, wirklich jedes Mal, gerade auf der Laufstrecke hinten raus. Wenn Leute am Straßenrand standen, alle jubeln einem zu. Leute, die man noch nie gesehen hat, sagen, dein Name steht da drauf. Und das pusht extrem. Also wenn man mal kurz eine Gehminute einlegt, da rennt man direkt doppelt so schnell danach. Durch die Tübinger Altstadt führte die Laufstrecke 9,5 Kilometer über die olympische und 5,4 Kilometer über die Sprintdistanz. Sieger über die olympische Distanz war Juri Mildner. Er schaffte die Strecke in weniger als 2 Stunden. Vor 5 Jahren habe ich meinen ersten Triathlon gemacht hier, letztes Jahr 2. Und dann war jetzt schon so ein bisschen die Hoffnung, dass ich ganz oben sein kann. Und jetzt hat es geklappt. Ich bin absolut zufrieden. Vivian Bartosch war die schnellste Frau mit einer Zeit von 2 Stunden und 12 Minuten. Schnellster über die Sprintdistanz war Eugen Ruff vom Mai-Post SV Tübingen mit 1 Stunde und 9 Minuten. Ja, wunderbares Event hier in Tübingen. Wunderschön in der Altstadt. Sehr, sehr harte Strecke allerdings auf dem Rad. Einfach alles, was geht. Schöne Drückerstrecke und beim Laufen ist Kopfsteinpflaster mit vielen, vielen Höhenmeter. Aber bis gerade eben noch wunderbares Wetter gewesen. Jetzt ein bisschen nass, aber zum Glück bin ich schon trocken ins Ziel gekommen. Schnellste Frau über die Sprintdistanz war Janina Ruf von der LAV Stadtwerke Tübingen. Einen ausführlicheren Bericht über den Mai-Generalbau-Triathlon sehen Sie am Freitag im Sportmagazin.